Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. So, ich muss jetzt gerade mal noch gucken, dass ich mir hier die Quests wegklicke. Wir haben aktuell keine am Laufen, ne? Nö. Da muss ich gerade mal nachfragen, wo denn hier eigentlich welche sind. Hi Tatomir. Ist dir was Interessantes zu Ohren gekommen? Lesnitzer, okay. Lesnitzer müssen wir hin. Waschen uns gerade mal, wie sich das gehört. Di-di-di-di. Herrlich. Herrliches Wetter. Aber Sommer haben wir, genau, wir haben Sommer. Aber eigentlich bräuchte ich das Feuer gar nicht anmachen, ne? Naja, egal. So, gehen wir mal schlafen. Neuer Tag, neues Glück. Guten Morgen, mein Schatz. Hast du schon gegessen? Oh, bin ich hungrig. Was beschäftigt dich? Ich würde so gerne nackt im Mondlicht tanzen, wären da nicht diese verdammten Mücken hier. Und alles läuft wie geschmiert. Bestens. Sehr schön. Ja, Lesnitzer müssen wir hin, wie ich gehört habe. Dann gehen wir mal nach Lesnitzer. Hi, Amerigo. Was beschäftigt dich? Mach's gut, dich kann ich gar nicht fragen. Ich dachte, ich frag sonst mal, was... Wulstan? Ist dir was Interessantes zu Ohren gekommen? Branitzer. Okay, Lesnitzer und Branitzer. Muss ich gerade mal gucken, was habe ich denn schon alles dabei? Eine Karotte. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Fischfilet und Eier. Und Kupferhammer habe ich und Recurve-Bogen habe ich auch. Okay, also Fischfilet und Eier nehmen wir mal mit. Einfach, dass wir das da dabei haben. Fischfilet nehmen wir mal 10, 15, 16 und Eier wären weiter vorne gewesen. So, nehmen wir auch mal 15 mit. Ja, so langsam steigt die Anzahl an Eiern. Das ist gut. Lesnitzer, das heißt, wir gehen hier entlang. Habe ich der letzten Folge, ich weiß es gerade gar nicht, habe ich Kohl? Ja, haben wir festgelegt. Das war der wichtige Teil. Einfach nochmal zur Kontrolle, weil es jetzt schon wieder ein paar Tage her, wo ich aufgenommen habe, die letzten Folgen. Und da war ja dann noch das Ereignis mit unserem Sohnemann, deswegen war ich mir da gerade nicht ganz so sicher. Ah ne, das war schon letzte Jahreszeit, ne? Genau, stimmt. Wir haben ja jetzt Sommer, das war ja Anfang Frühling. Ach, ein wenig schusselig heute. Ja, wie in den letzten Folgen schon angekündigt, ab heute werden die Folgen ein bisschen kürzer. Also ich gehe auf halbe Stunde runter. Einfach, ja, weil es mir sonst doch dann ein bisschen zu viel wird. Und, ist ja auch nicht mehr so viel, ne? Also ich kann jetzt halt noch durch die Jahre gehen. Und ja, es gibt wahrscheinlich auch die ein oder andere Quest, die ich dann noch nicht kenne. Das werden wir natürlich auch nochmal alles dann angucken. Aber ja, Sohnemann ist halt schon 7. Und am Dorf kann ich halt nichts mehr wirklich groß bauen. Halt das ein oder andere noch optimieren. Aber mehr ist dann auch nicht drin. Wie sieht das hier aus? Sieht gut aus. Keine Banditen. Ach, hier sind wir ja letztes Mal... Ah, nee, das war im Frühling sind wir hier lang, ne? Mit dem Sohn. Wenn ich mich richtig erinnere.
Frühling mit dem Sohn. Ja, es wären jetzt noch interessante Tage, also interessante Wochen. Weil jetzt stehen ja einige Spiele diese Woche zum Release an. Einmal Dings, Road Truckers. Da bin ich mal sehr gespannt, was sich da noch getan hat seit dem Playtest. Der Playtest ist meinem Empfinden nach eher suboptimal ausgefallen. Achso, Moment, Lesnitzer müssen wir hin, ne? Das ist ja da hinten. Dann gehe ich den Weg hier, weil wir müssen ja dann noch über Baranitzer zurück. Ja, das machen wir. Wir müssen ja über Baranitzer zurück. Also müssen nicht, aber ich will. Genau. Neue Spiele. Ja, da bin ich, wie gesagt, sehr gespannt, was sich da getan hat. Playtest war ja doch sehr fehlerbehaftet. Gucken, ob sie das in den 2 oder 1,5 Wochen, die sie da jetzt dann hatten, auf die Reihe gekriegt haben. Ich bin mal gespannt. Da hinten ist der Bär. Das heißt, ich gehe mal hier lang. In der Hoffnung, dass hier nicht der zweite Bär rumtingelt. Da ist ein Wagen, aber das ist jetzt mal weniger interessant. Weil da ist auch der Bär. Ja, und dann erscheint jetzt Ende der Woche, also Donnerstag, das neue Euro Truck Simulator DLC. Westbalkan. Bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Werden wir uns natürlich angucken. Ich muss mal nur schauen, ob ich es schon schaffe, Freitag außer der Reihe eine Folge zu bringen. Weil eigentlich käme Euro Truck Simulator, kommt am Donnerstag eine Folge. Da kann ich das aber natürlich noch nicht zeigen, weil es wird erst Donnerstagabend rauskommen, das DLC. Und, von dem her müssen wir da natürlich, dann muss ich da mal gucken, ob ich Donnerstagabend vielleicht noch aufnehmen kann. Um Freitag dann vorab eine Folge zu bringen oder... Ja, schauen wir mal. Aber jetzt kümmern wir uns mal mehr ums Spiel. Genau, wir müssen nach Lesnitzer. Mal schauen, was die Quest... Was wir da für eine Quest haben, bin ich auch durchaus mal gespannt drauf. Und wen wir hier unterwegs alles noch treffen. Ob wir unterwegs noch wen treffen. Da oben könnten noch Banditen sein. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Ne, keine Banditen. So, hier haben wir dann noch Wölfe. Muss ich gerade mal gucken. Doch gerade einen gehört. Meinte ich. Da ist einer. Dann mal schnell durchhuschen. In der Hoffnung. Jawohl, Musik ist vorbei.
Da ist noch eine Axt. Da haben wir noch Vorräte. Zwei Bier. Erstaunlich. Ich meine, ich bin nicht so der Biertrinker. Aber die Biertrinker, die ich kenne, würden das Bier jetzt nicht zurücklassen. Oh, und wir sind überladen. Moment. Da machen wir gerade mal... Da bräuchten wir Stöcke, aber wir können Schaufeln herstellen. So, und dann könnte ich noch einen Happen essen, ne? Und das wäre vielleicht auch nicht so das Dümmste. Einmal die Kohlsuppe. Zwei Pilzsuppen und noch einen Topf hinterher. Es hat sich nicht wirklich aufs Gewicht ausgewirkt. Aber ich denke mal, das Schwerste daran sind eh die Schalen. Und die behalten wir ja. Aber wir sind gleich da, von dem her. Sehe ich da jetzt nicht das Problem. Zur Not könnte ich immer noch einen Gewichtstrank trinken. Wäre auch nicht das Thema. So, hier hatten wir auch schon mal Banditen, glaube ich. Die da gecampt haben, aber die sind jetzt auch nicht da. Hier ist auch alles banditenfrei. Sehr schön. Ja, ein bisschen sammeln werden wir, glaube ich, auf dem Rückweg erst machen. Also wenn wir dann in Branica waren. Vorher macht das, glaube ich, nicht wirklich Sinn. Oh, ich hätte Eisenerz mitnehmen sollen, weil die Chance, dass wir hier die Eisenerz-Quest haben, ist sehr, sehr hoch. Meines ist nicht das Thema. Ich kaufe dann hier halt einfach. Hey Theobald, kann ich dir bei etwas helfen? Möchtest du schnell Geld verdienen? Ja, wir holen das Eisen für dich. So, oh, ich habe 3 Eisenerz. Cool. Hier ist das Erz, das du wolltest. Ja, ja, so wenig. Zeig mir mal deine Waren. Kriegst eine Bronze-Axt, kriegst Bronze-Pfeile. Also ich gehe mal hier hin. Das Eisenmesser kannst du haben. Die Fackel kannst du haben. Holzschaufeln kannst du haben. Steinaxt, Steinsichel, Steinspitzhacke, Steinpfeile. So, bei dem Hammer. Eher mal noch nicht. Weizenbiermet, das behalten wir. Den Dung kann ich dir mal geben. Die Holzschalen kann ich dir verkaufen. Den Holzstamm, das Kupfererz, Leder verkaufen wir auch mal. Leingarn behalte ich natürlich. Mehl, Salz kann ich verkaufen. Steinstöcke, Weinflasche, Zinnerz. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Klamotten hatten wir nichts, ne? Nee. Okay. Ist da was Interessantes zu Ohren gekommen? Denitzer, okay. Gut, dass ich gefragt habe. Sonst wäre ich jetzt nämlich an Denitzer vorbeigelaufen, nach Branica. Dann wäre ich nämlich da unten lang gelaufen. Und Denitzer liegt auf der anderen Bergseite. Von dem her, gut, dass wir gefragt haben. Sonst hätten wir da nämlich jetzt nochmal wieder extra hin müssen. Dann ist das so schon praktischer. Ich nehme mal hier die Abkürzung. Dum, dum, dum. Müssen wir mal gucken, dass wir nicht den Wölfen genau vors Maul laufen. Genau das. So.
Den haben wir schon mal abgeschüttelt. Die noch nicht. Ja, wir haben Pfeiler. Wobei ich gehe, glaube ich, besser auf die Armbrust. Da. Habe ich. Ups. Ups. Oh, eine Truhe. Wow. Eiskalt vorbeigeschossen. Da auch. Komm, put. Den haben wir zumindest mal getroffen. Kommt schön herbei. Einer. Wow. Zwei. Wow. Wow. Ich einfach immer daneben schieße. Jetzt dreht er in dem Moment weg, wo ich schieße. Manchmal prallen die einfach ab. Einmal ins Bein. Wow, zwei Treffmöglichkeiten und keinen getroffen. Einfach weil ich es kann. So, den haben wir auch. Eins, zwei. Wow. Einer noch. Put. Da ist er. Und vorbei. Wieder vorbei. Ja, Mai. Wow. Kommt er nochmal? Halleluja. Schwere Geburt. Eisenbolzen hätte ich gern wieder. So. Einfach die ganze Zeit vorbeigeschossen. Da sind noch zwei. Das gute Zeug. So. Das ist ein Fuchs. Da liegt noch einer. Und eine Axt.
Da ist noch einer. So, dann haben wir, glaube ich, alle. Die Schaufel nehmen wir auch mit. Ausdauertrank 200 Münzen. Hm? Das war schon der erste Schuss, der daneben ging. Bronzeaxt, Brennholz. Trinkschlauch. Ja, zur Not müssen wir, glaube ich, auch heute heimlaufen und dann morgen nach Denica gehen. Da war was. Da ist irgendwo Material ausgegangen, sehe ich gerade. Moment, Moment, Moment. Scheune. Und die hat wahrscheinlich keinen Roggen, keinen Dünger mehr. Achso, kein Verdorbenes mehr. Okay, das passt. Das geht klar. Die sind beide leer. Da ist nichts. Da ist Münzen. Hier ist nichts. Da ist nichts. So, ich denke, ich habe alles. Dann gehen wir jetzt nach Denica. Gucken mal, wie weit wir da kommen. Oder wie spät es dann ist, wenn wir da fertig sind. Und kann natürlich auch sein, dass das die näheren Quest ist. Kann aber auch ein Branitzer sein, dass da die näheren Quest ist. Aber das Bilsenkraut nehme ich jetzt trotzdem noch mit. Zeit hin oder her. Wie gesagt, wir können... Ach so, ich wollte gar nicht, genau. Es fällt mir gerade ein, ich wollte nicht eine halbe Stunde machen, ich wollte einen Tag machen. Und der kann ja zwischen 20 Minuten und 40 Minuten liegen. So war das. Ich erinnere mich wieder. Das war das eigentliche, die eigentliche Planung. Only goods of the highest quality. So, Bronzeaxt, Bronzeschaufel, Eisenaxt. Eisenmesser, Eisenspeer, Knüppel, Knüppel, Trinkschlauch behalte ich mal. Da haben wir gebratenes Fleisch, das kann weg. Pflaumenwein hat eigentlich genug Münzen. Aber für Brennholz, für Kupfererz. Und zwei, ach so, die Weinflaschen haben wir doch gar nicht so viele, ne? Ausdauertrank, ja, hat auch noch genug für. Mach's gut. Farewell. So, wo ist denn hier die Quest? Kinga. Hi. Hello. Kann ich dir bei etwas helfen? Du bist hungrig, das ist gut, du bist Köchin, aber ich kann dir was zu essen bringen. 12 Eier hättest du gerne. So, hier ist das Essen, das du wolltest. Hört sich gut an. Vielen Dank. Und zeig mir mal deine Waren. Du kannst den Wein noch kaufen. Mit dem kannst du sogar als Köchin was anfangen. Das Bier behalten wir. Passt. Mach's gut. Goodbye. Goodbye. So, wir haben 16 Uhr. Ne, dann gehen wir jetzt heim. Und gehen am morgigen Tag nach Denica. Grüß Gott, Herr Fuhrmann. Das machen wir dann am morgigen Tag. Gehen wir jetzt noch sammelnderweise heim. Also das, was hier so direkt am Rand steht, halt nehme ich mit. Weil wir brauchen eigentlich nicht wirklich toll Kirschen, aber stehen lassen kann ich sie halt auch nicht. Einfach hier stehen lassen, das geht halt auch einfach nicht. Das ist gesetzlich nicht erlaubt, sozusagen. Da haben wir noch ein paar.
So. Trinken mal ein Schlückchen. Und gucken mal, dass wir nach Hause kommen. Das heißt, hier bei den Wiesenden vorbei. Möglichst ohne sie zu reizen und vor allen Dingen natürlich auch hier bei den Wölfen. Weiß nicht, wo die unterwegs sind, aber zumindest anscheinend gerade nicht. Da hinten ist einer. Hat so rot durchgeschimmert. Aber solange der mich in Ruhe lässt, lasse ich ihn auch in Ruhe. Ich will sie ja nicht unbedingt mit aller Gemacht jagen. Von dem her passt das. Gleich haben wir noch ein bisschen Bilsenkraut, was wir sammeln können. Und das will ich schon gerne noch sammeln, weil da haben wir einfach nicht viel von. Oder verhältnismäßig wenig. Das können wir dann hier gleich noch mitnehmen. Ja, die neue Regelung. Eine Folge, ein Tag, muss ich mich jetzt auch erstmal ein bisschen gewöhnen. Es war immer so drin, 40 Minuten. Und dann hatte ich jetzt noch was in Erinnerung von einer halben Stunde. Aber ich kann mich auch erinnern, dass ich gesagt hatte dann, dass wir es doch anders machen, dass wir tatsächlich einen Tag, eine Folge machen. Und die dann halt mal kürzer oder mal länger ausfällt. Abhängig davon, was halt alles an dem Tag dann läuft. Oh. Hier ist ja ein Lager. Weizenbier, Weinflasche, Metflasche. Die Weinflasche verkaufe ich jetzt aber nicht mehr. Kirschwein, Pflaumenwein, den kann ich verkaufen. Also, habe ich da schon reingeguckt? Nope. Salzfleisch, bah. Nehmen wir mit und verkaufen wir. Das ist einfach bar. Aber war halt damals eine der wenigen Möglichkeiten, das Fleisch haltbar zu machen, ne? Da ist auch nochmal ein Wagen. Disteln können wir auch mal noch mitnehmen. Ah, ich glaube, den hatte ich auch schon, ja. Auch schon leer. Haben wir schon geplündert. Ja, Thema Multiplayer kann ich gerade nochmal ansprechen. Ist ja heute wieder ein neuer Aufnahmetag oder neue Aufnahmesession. Also ich nehme heute zwei Folgen auf, freitags. Dann Samstag, Sonntag jeweils zwei bzw. einmal drei Folgen. Dass wir die Woche voll haben. Und ja, also wie gesagt, keine neue Bekanntmachung in irgendeiner Form beim Thema Multiplayer, Koop. Sind da Banditen? Yep. Da sind. Na, 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 na. So. Komm nie jemandem mit einer Armbrust zu nahe. Nicht mit einer geladenen Armbrust. Hast du dein Messer hingeschmissen?
Jetzt drücke ich 4, weil ich das so von da. Sengoku Dynasty gewohnt bin. Der hatte nur seine Fäuste. Tollkirschen nehmen wir natürlich auch mit. Wenn ich das schon so dran vorbeilaufe, dann muss ich die auch mitnehmen. Den Stein lassen wir da. Fackel. Schmuggelware. Münzen liegen hier doch normalerweise auch, oder? Oder habe ich die schon eingesteckt? Will ich jetzt auch nicht ausschließen. Ich sammle halt immer einfach mal munter ein. Ohne groß teilweise darauf zu achten, was ich denn da einsammle. Na, Tollkirsche, Tollkirsche. Gerade gedacht, wer geht da lang, aber das sind ja unsere Leute, die gerade von der ihrer Minenarbeit zurückkommen. So, einmal Hintertürchen. Bilsenkraut. Da ist noch irgendwo eins, glaube ich. Dann haben wir hier gleich noch ein bisschen was. Das müssen wir natürlich auch mitnehmen. Na. Machen wir das so, dann sehen wir besser. Da haben wir noch. Das war's. Guten Abend, die Dame. Dann können wir gerade mal hier unser Inventar noch leeren. Äpfel. Beeren. Die Eier können wir zurücktun. Das Fischfilet behalte ich noch. Das gebratene Fleisch, die Karotte, den Käse. Met, Pflaumenwein behalten wir auch. Roggenbrot, Salzfleisch wird verkauft. Weizenbier, da können sie Leute trinken. Und Zwiebeln, sehr gut. Dann gehen wir gerade noch ins Materiallager. Da werden wir voll. Da muss ich jetzt aber mal gucken, dass wir Sachen weniger produzieren. Brennholz kann deutlich runter. Definitiv. Brennholz kann runter. Bretter können wir auch noch weiter runtersetzen. Verwaltung. Holzschuppen. Bretter machst du schon 0. Brennholz machst du auch 0. Holzstämme machen wir auch mal weniger. So, wie sieht's bei euch aus? Bretter. Du machst noch Brennholz. Lass das mal. Und du machst auch Holzstämme. Mach da auch mal weniger. So. Nicht, dass uns das Lager verläuft.
Es wäre suboptimal. Wir können auch gerade mal noch ins Lebensmittellager hier gucken. Wie voll ist denn das? Weil da haben wir ja auch um 1 reduziert. Da haben wir noch 2 Tonnen. Okay, das passt. Das geht klar. Das geht absolut klar. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle auch die heutige Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr drüber freuen und wir sehen uns in der nächsten Folge dann morgen wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.